In Malaysia kann Danny der Versuchung nicht widerstehen. Es erinnert mich an etwas, aber... Ja, an etwas, was ich ganz schnell wieder ausspucken möchte. Andere Kreuzfahrer sind auch mutig. Riecht aber nicht nach Fisch. Doch. Die Assistentin des Kreuzfahrtdirektors schwebt auf Wolke 7. Ich habe mich in einen Gast verliebt. Und das ist noch nie passiert. Und ein Gast kommt nicht vom Ausflug zurück. Wir haben den Namen jetzt von dem Herrn, der fehlt. Morgens in der Straße von Malakka. MS Artania steuert den Hafen von Georgetown, der Hauptstadt der malaiischen Provinz Penang, an. Für Kapitän Hansen ist das erst sein zweites Anlegemanöver mit dem für ihn neuen und viel größeren Schiff. Also immer noch keine Routineangelegenheit. Doch der Norweger ist guter Dinge. Wir haben Glück, das Wetter passt, keine Wind und Strömung ist auch fast null. So weit, so gut. Für Kapitän Hansen die besten Bedingungen, um das Kreuzfahrtschiff sicher an die Pier zu bringen. Die Herausforderung war eher beim Einlaufen hier in den Hafen. Wir hatten einen ganz engen Kanal, also enges Fahrwasser, durch das wir mussten. Vorher ist noch ein Containerschiff rausgekommen und dann durften wir passieren. Was eigentlich nicht passieren darf, gestern ging in Kuala Lumpur ein Passagier verloren und das Schiff musste nach vergeblicher Suche ohne ihn losfahren. Kreuzfahrtdirektor Klaus Gruschka und seine Assistentin Manuela sind froh, dass er wieder aufgetaucht ist. Unsere Agentin hat uns gestern Abend angerufen, er ist also gefunden worden und er hat sich gestern Abend schon auf den Weg nach Georgetown gemacht und er wird jetzt gleich hoffentlich schon an der Pier stehen und seine Frau glücklich machen, indem er dann wieder zurück an Bord kommt. Wir wissen allerdings nicht, wie das passiert ist. Also Einzelheiten über den Verlust des Herrn sind uns noch nicht bekannt. Da sind wir ganz gespannt, was er zu erzählen hat heute. Doch erst einmal manövriert Kapitän Hansen in aller Ruhe seine neue Grand Lady mit viel Respekt sicher an den Liegeplatz von Georgetown. 231 Meter Fingerspitzengefühl. Wir haben noch ein paar Meter Spielraum, aber es ist immer ein gutes Gefühl, wenn das klappt und du nimmst deine Ruhe und deine Zeit. Und wir haben ja eine gute Zeit heute auch. Immer mein Ziel ist ja eine sanfte Landung. Und das haben wir heute gemacht. Und es ist wirklich ein super Team auf der Brücke. Und ich fühle mich besser und besser. Also leider, Artania könnte mich wirklich fast verlieben. Kurz darauf findet vor dem Schiffsterminal eine ganz andere Liebesgeschichte statt. Der in Kuala Lumpur verloren gegangene Passagier kehrt zurück zum Schiff. Und zu seiner Frau, die gerade die glücklichste von ganz Georgetown ist. Völlig verzweifelt musste sie gestern ohne ihn losfahren, ungewiss, wann und wo sie ihn wiedersehen würde. Jetzt ist die Freude groß, auch wenn sie noch immer nicht begreifen kann, wie das überhaupt passieren konnte. Wir waren vor einem Tempel. Und da waren viele Leute. Schuhe ausziehen, dies und das. Hat vielleicht 20 Minuten gedauert. So, wenn du da rauskommst, da guckst du dich nicht erst um, wo sind meine Leute, guckst erst auf deine Schuhe. So, um die Ecke, weg waren die Leute. Der Bus war weg. Bus war um die Ecke gefahren. Ich bin im Bus sitzen geblieben, weil mir das Laufen ein bisschen schwerfällt. Und dann standen wir mit dem Bus direkt vor dem Tempel. War keiner mehr da. Ja, nun finde mal jemanden in der großen Stadt. Das war ein Krimi gestern. Aber glücklicherweise mit Happy End. Und die Schuhe bleiben beim nächsten Mal einfach an.
In der Küche von MS Artania ist Küchenchef Silvio Richter auf seinem morgendlichen Kontrollgang. Er probiert die verschiedenen Grundsoßen und Suppen, die bereits für das Mittagessen vor sich hinköcheln. Trotz aller Routine ist der Job hier für den gebürtigen Thüringer eine besondere Herausforderung. Ich war nach der Albatros auf anderen Schiffen unterwegs und habe dann die Möglichkeit gehabt, die Artania mit aufzumachen und habe die Möglichkeit ergriffen, weil das wieder was Neues ist. Statt immer wieder auf dieselben Schiffe zu gehen, dieselben Erfahrungen, so was Neues. Das war die Erfahrung, die ich habe, mit einbringen, um wieder ein Schiff aufzumachen. Und das war das Interessante. Bei so viel Arbeit verlässt Silvio Richter eher selten das Schiff. Doch heute in Georgetown wird er eine Ausnahme machen. Also wir haben geplant, mal rauszuschauen auf dem Lokalmarkt, weil wir noch ein paar Sachen einkaufen wollen für unsere Special-Menüs, die wir einbauen diese Reise. Zum Beispiel verschiedene Currys. Und wir gehen mal schauen, ob wir was finden, um ein paar andere Currys herzustellen, weil wir jetzt in Indien rumfahren und Sri Lanka. Und da wollen wir ein paar so Events machen. Die beiden Passagiere, Dani und Lukas, wollen ihren Tag heute in Penang mit einem Kulturprogramm würzen. Wir schauen uns verschiedene Tempel an. Und bin mal komplett gespannt, was uns da erwarten wird. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte schön. Test, Test, Test. Er hat mir das Mikrofon ausgeschaltet. Ja. Ich kann es nicht benutzen. Ja, genau, was ihr erwartet. Ah, Test, jetzt bin ich wieder da. Bitte Ihre Buskarte. Hallo, Entschuldigung. Test, Test. Ihre Buskarte. Ganz wichtig, sonst wird das nichts. Danny und die anderen Reiseleiter wickeln vormittags die verschiedenen Ausflüge ab, fassen die einzelnen Gruppen zusammen und sorgen dafür, dass auch jeder Gast pünktlich im richtigen Bus landet. Für Dani und Lukas ist es ihr erster Busausflug auf dieser Reise und sie sind gespannt, ob das ihr Ding ist. Reiseleiterin Maika wird diesen Ausflug begleiten. Sie ist für den reibungslosen Ablauf verantwortlich und auch für alle deutschsprachigen Erklärungen. So, ja, willkommen in Georgetown, der Hauptstadt Penangs, Malaysia. Ich bin Maika, ich freue mich sehr, mit Ihnen diesen Ausflug heute zu den Tempeln Penangs machen zu dürfen. Ja, wir sind ja hier in Asien, um auch mal was anderes zu sehen, um einfach mal eine andere Kultur und eine andere Religion kennenzulernen. Und es soll ja auch nicht immer nur Urlaub sein und Strand und Erholung, sondern man möchte sich auch weiterbilden. Dazu ist ja auch so eine Reise immer gut. Und so bekommen die beiden schon während der Busfahrt einen ersten Eindruck vom Alltag in der malaiischen Provinz Penang. Viel weniger exotisch geht es in den Lagerräumen der Grand Lady zu, der sogenannten Provision. Bei erfrischenden 4 Grad Raumtemperatur kümmern sich der österreichische Lagerpraktikant Andreas und seine Kollegen mal wieder um den Salat. Sehr viel Salat. Na, schon langsam hasse ich Salat. Ja, es läuft schon ziemlich langsam. Gestern mal 4 Stunden so lang Salat zupft, heute schon wieder. Heute ist Eisbergsalat dran. Und wir haben ca. 40 Kisten vor uns. Und danach kommt wahrscheinlich noch ein Salat dran. Und heute wird wahrscheinlich wieder ein langer Tag werden. Da waren es nur noch 39 Kisten. Ein schwacher Trost. Wenigstens gerät Andreas bei diesen Temperaturen nicht ins Schwitzen. Ganz im Gegensatz zu Petra und Ingo. Die beiden Oberbayern genießen ihre erste Kreuzfahrt in vollen Zügen und haben auch heute wieder große Pläne. Auch wenn Petra durch einen Oberschenkelhalsbruch in ihrer Mobilität etwas eingeschränkt ist. Wir wollen uns heute die Schmetterlinge anschauen im Schmetterlingspark oder Schmetterlingsfarm. Versprechen tun wir uns, dass es bunt wird, dass es viele schöne Pflanzen zu sehen gibt. Ich habe gelesen, dass es andere Tiere zu sehen gibt, wie Leguane, Skorpione. Mal schauen, ein bisschen eintauchen in die Tierwelt. Lassen wir uns überraschen. Erste Überraschung, einem bunten Schmetterling begegnen Sie gleich direkt vor dem Schiff. Hallo. Guten Morgen. Wir fahren jetzt in den Schmetterlingspark. Schmetterlingspark. Genau. Meine Schmetterling steht hier. Super. Ja. Cool, vielleicht komme ich danach auch mit sowas wieder. Ja. Viel Spaß. Dann danke. Aufpassen. Tschüss. Mit der Auto. Ja. Tschüss.
Die siebenstöckige Pagode ist das Wahrzeichen des Kekloksi-Tempels, dem ersten Ausflugsziel von Dani und Lukas. Die buddhistische Tempelanlage ist eine faszinierende Mischung thailändischer und burmesischer Baustile und gehört zu den größten und schönsten in ganz Südostasien. Hobbyfotograf Lukas weiß gar nicht, was er hier zuerst fotografieren soll. Oder doch? Lächeln. Soll ich gleich ein Foto von euch zusammen machen? Oh, das ist ja nett. Einfach drauf drücken. Jawohl. Dankeschön. Reiseleiterin Maika fotografiert aber nicht nur für Passagiere, sondern ist auch mit der eigenen Kamera unterwegs, um die besondere Atmosphäre dieses Ortes einzufangen. Das ist meine erste Weltreise überhaupt. Also ich bin jetzt einmal, dann bald komplett rum. Und deswegen ist es auch das erste Mal, dass ich den Tempel hier sehe und bin überwältigt. Die Farben, es ist alles wunderschön. Man stellt sich das zwar immer irgendwie vor, sieht es auf Bildern, aber wenn man dann da ist und es in seiner vollen Pracht sieht, das ist unbeschreiblich, wirklich toll, wie gemalt. Und für Dani und Lukas voller Rätsel und Geheimnisse, von denen der evangelische Bordgeistliche Gerhard wenigstens einige lüften kann. Wart ihr denn schon mal in einem buddhistischen Tempel? Nee, noch gar nicht. Oder habt ihr schon irgendwas über Buddhismus oder Hinduismus mal ein bisschen gelernt? Was, als wir in Singapur waren. Das Zentrum des Tempels ist noch weiter oben. Okay. Und die Gläubigen denken, wenn es hier so am Berg hängt, dann hilft der Drache, ihnen irgendwie Glück zu haben im Leben, wenn sie hier hochgehen. In den großen Andachtshallen wird neben volkstümlichen chinesischen Gottheiten vor allem Buddha verehrt. Buddha selbst wird normalerweise mit einem schlanken Bauch dargestellt. Mhm. Aber in China hat sich irgendwann mal, man weiß nicht ganz genau, es entwickelt, dass der glückliche Buddha einen dicken Bauch hat, ein erfolgreicher ist. Und hier strahlend lachend der erfolgsreiche Glücksbuddha mit dem dicken Bauch. Der Name des Tempels, Kekloksi, bedeutet übersetzt Tempel des höchsten Glücks. Höchstes Glück. Ohnehin das Motto, unter dem diese Kreuzfahrt für Dani und Lukas steht. An der Pier kontrolliert Kapitän Hansen die Müllentsorgung. Immerhin produziert das Schiff im Durchschnitt 9 Kubikmeter Abfälle pro Tag. Ein Teil davon wird regelmäßig in den Häfen entsorgt. Ja, wir haben Müllabfuhr bestellt heute und dann geht's raus. Und wir sortieren alles nach Plastik, Papier und alles. Und wenn die könnte wieder recyceln, ja, dann ist unsere Arbeit bezahlt auch. Das ist sehr wichtig. Hoteldirektor Thomas Appenzeller und Küchenchef Silvio Richter verlassen gemeinsam das Schiff auf der Suche nach dem perfekten Currygewürz. Aha, moin, Captain. Morgen. Was steht vor heute? Hast du euch was auf Programm oder nur so eine kleine Runde um Land und schauen? Nein, wir gehen zum Markt, wollen ein bisschen Currygewürz kaufen. Currygewürz, ja. Aha. Für unser F&B-Programm, weil wir hier unten rumfahren. Malaysia, Colombo. Gibt's eine Currywürstchen? Nein, keine Currywurst. Nein. Ich bin in Asien, nicht in Berlin. Ja, aber in Singapur, in Chinatown, gibt es auch Currywürstchen. Da waren wir bei Eriks Würstelstamm. Und der war ein Hammer, kann ich ehrlich sagen. Glaube ich. Ja. Okay, Jungs, viel Spaß und ich hoffe, Mission wird completed. Also mitten rein ins Markttreiben von Georgetown, wo die beiden erst einmal ihre Sinne schärfen, bevor sie sich ihrer Curry-Mission zuwenden. Das schaut ja auch sehr lecker aus hier. Manche Sachen sind natürlich schon erschreckend, wenn man das so sieht auf dem offenen Markt, dass das so auf offener Straße, Hitze, keine Kühlanlagen, gar nichts, sie fliegen rum. Der Verkehr ist schon schockierend. Also europäische Mägen würden hier wahrscheinlich nicht überleben, wenn man das hier auf der Straße isst. Also ich möchte es nicht probieren. Man kann sich ja auch satt sehen. Weiter geht's in die örtliche Markthalle, wo die Händler Fisch, Gemüse und sogar lebende Tiere anbieten.
Ein typisch südostasiatischer Markt, wie ihn Küchenchef Silvio Richter von vielen Reisen her kennt. Die Atmosphäre, ja, und man kann auch sehen, dass das Zeug frisch ist. Teilweise frisch, viel frisch, wie die Hühner davon, zu frisch für meinen Geschmack. Weil wenn man dann zuschauen kann, wie die getötet werden, dann ist das schon ein bisschen zu viel. Silvio Richter ist jedenfalls froh, dass seine Lagerräume an Bord prall gefüllt sind. Auf MS Artania gibt deutsche Gründlichkeit den Ton an. Dafür ist Hausdame Dodo Doppler als Drei-Streifen-Offizierin maßgeblich mitverantwortlich. Sie ist die unumschränkte Herrin der Kabinen und wird von vielen ihrer Mitarbeitern auch liebevoll Mutti genannt. Jevin, Housekeeper. Yes, team, go ahead. Yeah, can you please proceed to the meeting room? We're gonna have meeting in 5 minutes. Thank you. Mir unterstehen die Bereiche von den ganzen Kabinen. Wir haben davon 625. Auch der ganze Crewbereich untersteht mir, auch die ganzen Offizierskabinen. Zudem die Wäscherei. Dann haben wir insgesamt 90 Mitarbeiter bei mir im Bereich. Und dazu gehören die Kabinenstewardessen, es sind 40. Dann haben wir noch die Saubermachen im Tag und in der Abendschicht. Und dann auch noch ein bisschen auf die Blumen zu gucken. Das unterliegt alles mehr. Und ab und zu muss ich auch mal zu den Gästen hingehen, wenn leider Beschwerden auch mal auftreten. Und damit das möglichst selten passiert, gibt es vormittags ein Meeting mit ihren Abteilungsleitern, wo alles Wichtige für den Tag besprochen wird. Ich kann das natürlich nicht alles alleine schaffen. Dafür habe ich 3 Assistenten, die nur für den Kabinenbereich zuständig sind, verteilt auf 6 Decks. Dann habe ich einen Wäschereileiter und einen Assistenten, der sich nur um den Offiziersbereich und die Reinigungskräfte kümmert. Und sollte es in einem der Bereiche doch mal Probleme geben, werden sie hier gelöst. Ja, prinzipiell ist soweit alles in Ordnung. Aber mein Assistent Lawrence hat gesagt, dass heute Morgen die Proviant verschlossen worden ist, weil der Zoll hat das gemacht. Deswegen konnten wir unsere Minibargetränke nicht bekommen. Das heißt, ich muss jetzt noch eine doppelte Bestellung beim Proviantmeister nachbestellen. Alles täglich in bester Ordnung halten für bis zu 1200 Passagiere und 420 Besatzungsmitglieder, das ist richtig viel Arbeit. Viel leichter haben es da die bunten Falter auf der Schmetterlingsfarm. Ihr einziger Job ist es, gut auszusehen. Aber immerhin konkurrieren in dieser Anlage nördlich von Georgetown über 4000 Exemplare um den Preis des schönsten Butterflies. Schau mal, wie groß der ist, der Schmetterling. Der Park wurde als erster seiner Art in den Tropen bereits Ende der 80er Jahre gegründet. Inzwischen flattern hier über 120 verschiedene Schmetterlingsarten um die Gunst der Parkbesucher. Da musste fix sein, die zu fotografieren. Neben Schmetterlingen gibt es in der Anlage aber auch viele andere exotische Tiere und Insekten. Wie zum Beispiel diese malaiische Riesenstabschrecke, mit der Ingo gerade Bekanntschaft macht. Eine wahre Meisterin der Tarnung. Aufgrund ihres verlängerten Körpers und ihrer besonderen Färbung und Struktur sind diese Insekten kaum von einem dürren Ästchen zu unterscheiden. Ich selber hatte Terrarium mit einer mexikanischen Rotknievogelspinne. Ich finde diese Tiere absolut faszinierend. Spinnen überhaupt ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde sie sehr interessant. Dafür muss man sie aber erst mal finden. Sieht echt aus wie ein Ast, den siehst du im Baum überhaupt nicht. Er hat auch gesagt, das Tier nimmt bei Gefahr auch wirklich die Haltung an von so Ästen. Also es steht nicht irgendwie ganz anormal quer, sondern wirklich im Winkel von so einem Ast dann. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Auch die Kabinenstewards bleiben in der Regel für viele Passagiere unsichtbar, weil sie die Kabinen meistens dann sauber machen, wenn die Gäste entweder auf Ausflügen oder beim Abendessen sind. Jetzt haben sie sich im Unterdeck zum täglichen Briefing versammelt. Die Assistenten sind jetzt hinuntergekommen zu den Kabinenstewards, um ihnen diese Anweisung, die wir gerade in unserem Meeting besprochen haben, noch mal im Detail weiterzugeben. Vielleicht eventuell auf den einzelnen Kabinensteward auch noch mal einzugehen, falls es eine direkte Beschwerde vielleicht von einer Kabine gab, damit wir es direkt dem Kabinensteward auch übergeben können. Jede Gruppe ist verantwortlich für jeweils ein Deck, also ein Stockwerk an Bord. Auf Deck 7 und 8 haben wir unsere Suiten, die größten Kabinen. Und da sind weniger Kabinenstewards, weil dementsprechend auch weniger Kabinen sind, weil die sehr groß verteilt sind, also weniger von der Kabinenanzahl sind. Alle Anweisungen sind erteilt und die Kabinenstewards machen sich an die Arbeit.
Hoteldirektor Thomas Appenzeller und Küchenchef Silvio Richter sind auf ihrer Currysuche noch immer nicht fündig geworden. Jetzt scheinen sie aber den richtigen Riecher zu haben. In einem kleinen Supermarkt steuern sie zielstrebig auf mehrere runde Behälter zu. Das ist eigentlich das, was ich mir vorgestellt habe. Das sind jetzt verschiedene Gewürze. Und aus diesen stellen wir uns dann die Curry selber zusammen. Wie wir das wollen, in welcher Stärke, in welcher Schärfe. Aber da brauchen wir dann Hilfe von den Jungs, die hier arbeiten, weil die können das besser als wir. Und sie legen auch sofort los. Dieses hier ist etwas milder. Das hier ist etwas schärfer. Also würde ich auf jeden Fall nehmen, um eine gewisse Schärfe reinzukriegen. Und kriegt er sie rein? Ja. Das kommt gut. Das nehmen wir. Scharf? Ja. Richtig scharf? Richtig gut scharf. Also Auftrag erfüllt und zurück zum Chef. Wir waren erfolgreich. Wir haben genügend Gewürze gefunden, dass wir unsere Aktionen durchziehen können, wie es wird, sehen wir in ein paar Tagen. Von den 38 Grad Außentemperatur in Georgetown bekommt Lagerpraktikant Andreas nach wie vor wenig mit. Mittlerweile ist sogar das Zusammentragen der Getränkebestellung für die Minibars für ihn eine willkommene Abwechslung vom vielen Salatzupfen. Ja, ich habe natürlich später Bestellung reinkriegt. Das haben wir schnell fertig machen lassen müssen. Für die Minibar, das bringen wir jetzt alles rauf. Dort oben auf Deck 2 geben dann Kabinenstewards wie Ferdinand die Bestellungen für die von ihnen betreuten Kabinen ab und bekommen die Miniflaschen für die Minibars ausgehändigt. In diesem Fall Apfelsaft, Orangensaft und Rum. One apple, orange, one Bacardi. 12 Kabinen betreut Ferdinand auf Deck 7. Also 12 Minibars, die er im Laufe des Vormittags mit den neuen Getränken befüllt. Die kleine Flasche Rum kostet 2,90 Euro. Orangen- und Apfelsaft sind günstiger. Unbezahlbar sind die Eindrücke und Erlebnisse von Dani und Lukas. Mit Reiseleiterin Maika sind sie am Kuan Yin Ten Tempel angekommen, die älteste chinesische Tempelanlage Penangs. Ein inspirierender Ort, auch für Frauengespräche. Ist das eure erste Schiffsreise? Ja, ist die erste. Oh, toll. Ja. Oh, es gefällt es voll. Das glaube ich. Und ist es eine Hochzeitsreise? Nein. Nein. Noch nicht? Noch nicht. Ist das geplant? Bis jetzt noch nicht. Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit 4 Jahren jetzt. Der Grundstein für den Tempel wurde 1728 von den ersten chinesischen Siedlern gelegt. Auch heute noch wird er von der chinesischen Gemeinschaft für religiöse Rituale genutzt. Das ist jetzt wirklich was, was ich noch nie gesehen habe. Und ich wünschte gerade so, ich würde die Sprache verstehen, damit ich weiß, um was es genau geht. Erst einmal bleibt Maika nichts anderes übrig, als zu raten, was es mit diesem Ritual auf sich hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich beobachte das jetzt schon eine ganze Weile. Für mich sieht es aus als wie unsere Beichte, als würden die ihre Sünden loswerden. Falsch geraten. Glücklicherweise findet sich eine Dolmetscherin, die Maika und den anderen erklärt, worum es bei dieser Zeremonie wirklich geht. Okay. Also es ist eine Art glücksbringende Zeremonie, die jetzt, weil das neue chinesische Jahr begonnen hat, wohl jetzt gemacht wird hier. Sie füttern das mit dickem Fett und Ei. Der Kuan Yin Teng Tempel wurde ursprünglich nicht nur für religiöse Zwecke genutzt, sondern war auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt für die chinesische Gemeinde. Heute ist er neben religiöser Stätte in erster Linie eine beliebte Touristenattraktion. Völlig andere Rituale und ich muss auch sagen, ich bin sehr angetan, dass die Leute, obwohl so viele Touristen um sie herum sind, trotzdem in aller Ruhe da hinknien, sich beten, kein Schamgefühl haben oder sich gar nicht davon stören lassen, einfach mal ihr Ding durchziehen. Auch Dani und Lukas ziehen ihr Kulturding heute gerne durch. Ähnlich wie die Küchentruppe an Bord der Grand Lady, auch wenn hier für Praktikantin Jannike und ihre Kollegen die Essenskultur auf dem Programm steht.
Das Mittagessen wird vorbereitet und Jannike ist zuständig für die kalten Platten. Nach ihren ersten Tagen an Bord hadert sie noch immer mit den Gepflogenheiten in der Küche. Meine Truppe fängt um 8 Uhr an und manche kommen erst 10 nach Viertel an. Wenn ich das in Deutschland machen würde, dann würde ich jedes Mal noch einen Deckel kriegen. Aller Anfang ist schwer und bei Jannike kommen Zweifel auf, ob sie der Aufgabe gewachsen ist. Für mich ist das schon hart, genug 7 Tage in der Woche zu arbeiten, 2,5 Monate lang. Mal gucken, wie das so läuft. Ich habe jetzt die erste Woche überstanden und ich merke jetzt schon, dass ich ziemlich müde bin, weil ich die letzten Nächte noch nicht so viel geschlafen habe. Aber heute Nachmittag darf sie wenigstens mal kurz nach draußen. Kapitän Hansen verlässt jetzt schon das Schiff. Im Gefolge eine bunte Mischung aus Kabinen, Küchen und Restaurantpersonal. Ja, heute hat die Besatzung ein Basketball-Tournament geplant. Und die Jungs hier geht's mit auf den Platz, so ich weiß. Und ich glaube, das ist jeden Department, gegen jeden Department. Und heute Nachmittag ist die Finale. Aber ich möchte echt schauen, wie fit meine Besatzung ist. Und die bekommt erst einmal einen Eindruck davon, wie fit ihr neuer Kapitän in Sachen Orientierung ist. Unter seiner Führung hat sich die Gruppe komplett verlaufen. Where is the boys? Ich weiß nicht 100% genau, wo dieser Basketballplatz ist, aber eine Police vorne hat gesagt, in diese Richtung. Und jetzt sind wir ein bisschen verwirrt, wo ist das? Aber das ist nicht so weit weg vom hier. Mal sehen, ob Kapitän Hansen den richtigen Weg noch rechtzeitig bis zum Spielbeginn findet. Auf der Schmetterlingsfarm hingegen ist alles perfekt ausgeschildert. Gut für Petra und Ingo. Guck mal, sehr schön. Das ist ein Riese. Ach, guck mal, wie verliebt der guckt. Das verliebte Reptil ist ein ausgewachsener Leguan. Aber ich glaube, wenn ich der richtig mit diesem Schwanz da verkloppt, dann tut es echt weh. Oh, du brauchst da nur die Krallen an die Füße anschauen. Und die sind unheimlich schnell. Naja, richtig gigantisch. Und natürlich eine beeindruckende Größe des Tiers. Super. Aber der Höhepunkt kommt erst noch. Tierpfleger Idermin hat nämlich für die beiden eine echte Überraschung parat. Einen blauen Thai-Skorpion. Für Menschen nicht lebensbedrohlich, aber ein Stich ist schmerzhaft. Doch Crocodile Ingo kennt keine Angst und nimmt den Skorpion auf die Hand, als wäre er aus Plüsch. Aber es ist ja auch nicht sein erster. Warte mal, lass mal schauen, ob der Ähnlichkeit hat mit seinem. Ja, so. Gut getroffen, würde ich sagen. Auch von der Größe fast. Der ist wunderschön. Ich finde sie sehr interessant, die Tiere. Hab da keine Berührungsängste, wie man vielleicht sehen kann. Und sie gehören mit den Spinnen so zu den interessantesten Tieren für mich, ja. Ist ein Wahnsinn, dass man sowas mal so nah sehen kann, was ja eigentlich nicht möglich ist. Ja, unglaublich, oder? So ein Tier mal wirklich auf der Hand oder auf der Haut zu spüren. Dabei gibt es einige Arten, die für Menschen sehr gefährlich werden können. Dieses Exemplar ist harmlos, aber vielleicht hat der Thai-Skorpion in Ingo auch sofort den großen Skorpionfreund erkannt. Beide kehren guter Dinge zurück zum Schiff. Die Schmetterlinge waren nett, aber der Skorpion war das Highlight. Der war beeindruckender. Allein deswegen war es schon der Kracher. Für Küchenpraktikantin Jannike ist es endlich soweit. Sie darf von Bord. Kadett Christian und sie haben über Mittag frei und die kurze Pause wollen sie nutzen, um mit einem Motorroller zum nächsten Strand zu fahren. Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Das erste Mal auf dem Motorroller hätten wir drauf fahren. Sonst immer auf dem Motorrad oder auf dem Quad, aber auf so einem kleinen Ding noch nie. Christian soll also das Fahren übernehmen und lässt sich vom Verleiher ausführlich den Motorroller erklären. Ob das wirklich eine so gute Idee ist? Ich habe einen Motorradführerschein gemacht und seitdem bin ich nie mehr Motorrad oder Roller gefahren. Das ist jetzt mittlerweile 12 Jahre her
Und mitgenommen habe ich auch noch nie jemanden. Wir werden mal schauen, ob das so funktioniert. Bring mich halt zum Strand und zurück. Ja, erstmal hinbringen und dann sehen wir weiter. Ja, also ich glaube, meine geht zu. Zumindest hat er hier so einen Clip dran. Klein. Hast du den falsch rum? Nee. Nee. Und? Okay, falls wir stürzen, ich bin safe. Optimismus klingt anders, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hier? Only kick. Ha? Yeah, I know. It's not working. Ich glaube, das Ding funktioniert nicht. Oh mein Gott. Läuft doch. Aber Christian hat weiterhin Zweifel. Ein Pedal ist mir allerdings noch rätselhaft. Ja. Geht das? Mhm. Ist der Sitz heiß? Ich hab Angst. Brauchst du nicht zu haben. So klingt ein echter Easy Rider. Und obwohl es für Christian das erste Mal nach 12 Jahren ist, knattern die beiden mit großer Freude durch den Straßenverkehr von Georgetown. Das Basketballturnier der Schiffsbesatzung ist in vollem Gange. Und Kapitän Hansen ist endlich angekommen. Für ihn als neuen Kapitän ist das eine gute Gelegenheit, um seine Crew näher kennenzulernen und sich als neuer Chef in lockerer Atmosphäre zu präsentieren. Aber im Vordergrund steht erst einmal der Sport. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ein bisschen Spaß und Sport, das motivieren 110%, garantiert. Hier spielt gerade eine Mannschaft aus der Küche gegen eine aus dem Hoteldepartement, deren größter Fan natürlich Hausdame Dodo Doppler ist. Immerhin stehen da ihre Jungs vom Kabinenpersonal auf dem Platz. Ich denke, großer Teamzusammenhalt, dass einfach auch die verschiedenen Abteilungen jetzt mal zusammenkommen, die eigentlich sonst sehr separat arbeiten und nie eigentlich so Berührungen haben, außer wenn sie zusammen jetzt in der Crewmesse sind oder in der Kuba. Aber das ist so wirklich. Das macht ihnen Spaß. Das nutzen sie auch oft irgendwie in irgendwelchen Häfen, wo sie die Erlaubnis bekommen, draußen zu spielen. Machen die das auch. Für die Crewmitglieder ist es ungewöhnlich, dass ein Kapitän überhaupt vorbeischaut. Und dann auch noch so mitfiebert. Heil und unverletzt kommen Christian und Jannike mit ihrem Motorroller beim Stadtstrand von Georgetown an. Andere Länder, andere Verkehrsregeln. Gut angekommen, oder? Ja, und heile, ein Glück. Und heile. Ja, also ich hatte noch nie jemanden dabei hinten auf dem Roller oder Motorrad. Das war für mich am Anfang so ein bisschen ungewohnt und wackelig, weil, ne, wenn sich der hinten drauf bewegt, dann merkt man das vorne natürlich sofort. Und ja, keiner blinkt, alle fahren, wie sie wollen. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, am Schluss hatten wir ganz guten Spaß und haben auch ein bisschen uns treiben lassen von dem Verkehr und haben uns dementsprechend angepasst. Für ihren Höllenritt werden sie jetzt erst einmal mit dem Strand belohnt. Auch wenn die Pause nicht lang genug ist, um wirklich zu entspannen. Also heute habe ich nur 3 Stunden Zeit. Das heißt, es ist ein ganz kurzer Ausflug. Schnell mit dem Roller zum Strand, einmal reinspringen und dann fix wieder zurück. Wir laufen ja relativ früh aus heute. Das heißt, in meiner Wache muss ich alles vorher noch vorbereiten. Und dann wird es bei uns heute sowieso sportlich. Und dann ist es ja jetzt noch mal ganz gut, ein bisschen frische Luft zu atmen. Und noch besser ist, sofort rein ins Meer. Das Wasser hat zwar Badewannentemperatur, aber Jannike hat trotzdem ihren Spaß. Denn für sie zählt momentan nur eines, nicht in der Schiffsküche schuften. Mir gefällt das eigentlich so ganz gut, mal als Ausnahme so. Und ja, das ist, was beginnt morgens aufstehen, essen, arbeiten, essen. Arbeiten, schlafen gehen. Also vielleicht noch mal zwischendurch kurz auf Land gehen oder Kuba für 1-2 Stunden. Aber mehr macht man nicht auf dem Schiff. Also ist doch mal ganz schön, so eine Auszeit zu haben. Sozusagen Auszeit auf dem Schiff. Das ist was komplett anderes. Und so genießen die beiden noch ihren kurzen Abstecher zum Meer. Während auf dem Schiff Lagerpraktikant Andreas seine Pause auf der Kabine verbracht hat. Der 21-jährige Österreicher hat bereits mit 15 eine Kochlehre begonnen und danach in verschiedenen Betrieben als Koch gearbeitet. Das Praktikum in der Schiffsprovision macht er, um mehr über Lagerhaltung zu lernen. Doch Salat putzen konnte er schon vorher.
Dass er damit heute wieder fast den ganzen Tag verbringen muss, stinkt ihm gewaltig. Ja, ich muss ehrlich gesagt alles lieber aus dem Salat putzen. Das ist eine der nervigsten Arbeiten. Ich würde gerne wieder so unter den Bereich gehen, wo wir die Essenssachen herrichten für die Restaurants. Oder die Getränke, was wir letztens schon gemacht haben. Das ist um einiges spannender und eine bessere Arbeit. Aber erst einmal wollen noch viele weitere Salatköpfe Blatt für Blatt geputzt werden. Auch für Küchenpraktikantin Jannike und Kadett Christian wartet die Arbeit. Sie fahren mit dem Motorroller zurück zum Schiff, wo gleich ihre nächste Schicht beginnen wird. War total toll, mal zu baden, ein bisschen Abkühlung zu haben. Aber es war anstrengend, so durch die Stadt zu fahren, die ganzen Abgase. Also ich habe jetzt ein bisschen Kratzen im Hals, aber sonst war es super. Also ich fand das Rollerfahren eher schöner als das Baden, weil das Wasser so warm war. Aber das Rollerfahren durch die Stadt fand ich richtig cool. Aber ich würde sagen, jetzt beeilen wir uns. Wir haben nämlich 10 Minuten Dienst. Ja. Okay, gut. Die Basketballer von MS Artania dürfen noch spielen. Jetzt stehen die beiden besten Mannschaften fest und das große Finale kann beginnen. Küchencrew gegen das Team vom Restaurant. Kapitän Hansen motiviert nochmal die Mitspieler. Und Hoteldirektor Thomas Appenzeller bekommt von seinen Jungs aus dem Hotel ein Basketballtrikot geschenkt. Aber mitspielen muss er nicht. Oh, das passt. Ja, nur essen. Weil ich der Hoteldirektor bin und haben gesagt, okay, ich bin ja so sportlich. Ne? Dann haben sie gesagt, Boss, wir haben dir auch ein T-Shirt mitgebracht, da steht hinten dein Name drauf und das musst du dann anziehen. Und ich habe ja mal in der Küche angefangen, ne? Und ja, das bindet halt. Ne? Das Finale geht los und mit viel Ehrgeiz wird von beiden Mannschaften um jeden Punkt gekämpft. Der Kapitän muss natürlich neutral bleiben, Hauptsache es gewinnen am Ende die Besseren. Gefeiert wird wie bei den Großen, auch wenn die Spieler Körbe besser treffen als Töne. Mittendrin Kapitän Hansen und Hoteldirektor Appenzeller, die sich von der guten Laune der Siegermannschaft gerne anstecken lassen. Denn für den Kapitän steht das Gemeinschaftsgefühl bei dieser Veranstaltung sowieso im Vordergrund. Hey, siehst du, die Jungs haben viel, viel Spaß. Und das ist hier der Wichtigste. Sport und Spaß, Team. Und siehst du, das ist eine glückliche Familie geworden. Ja, da muss man 100% unterstützen. Während das Basketballturnier sein fröhliches Ende nimmt, kommen auch Dani, Lukas und Reiseleiterin Maika von ihrem Ausflug zurück zum Schiff. Aber weißt du, was schön ist? Endlich nach Hause. Eine Dusche, ein bisschen aufs Bett legen. Ich denke mal, das ist so der Riesenvorteil von so einer Kreuzfahrt. Ja, dann auch ein Drink in der Phoenix Bar. Genau. Ja, gute Idee. Also vor dem Duschen doch erstmal Durst löschen. Die drei Ausflügler machen es sich in der Außenlounge auf Deck 4 gemütlich. Gelegenheit für Dani und Lukas, mehr über ihre Reiseleiterin zu erfahren. Wie lange bist du schon hier? Für die Firma arbeite ich seit einem knappen Jahr jetzt. Aber auf der Artania unterwegs bin ich schon seit Mai 2011. Okay. War das schon immer so ein Traum von dir, oder? Oh, das kam eigentlich ganz schicksalmäßig. Mein alter Beruf hat mich hier auf die Artania geführt und dann habe ich das Reiseleiter-Dasein so kennengelernt und das ist auch dem Kreuzfahrtdirektor aufgefallen und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht für sie arbeiten möchte und ich habe eine Nacht überlegt und habe gedacht, klar, probierst du es aus und seitdem bin ich Feuer und Flamme. Darf ich fragen, was du gemacht hast vorher, dass dich der Beruf hierher gebracht hat? Ich habe 12 Jahre als Musicaldarstellerin gearbeitet. Okay. An verschiedenen Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz und irgendwann hat ein Regisseur dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für ihn auf dem Schiff zu arbeiten. Und schon war Maika vom berühmten Schiffsvirus infiziert. Weiße Begleitung. Christian ist längst schon wieder auf der Brücke und bereitet das Auslaufmanöver vor.
ich bin ganz froh, dass ich heute drinnen bin, weil draußen ist es mir viel zu warm und ich habe mir vom Rollerfahren einen kleinen Sonnenbrand zugezogen. Deshalb ist es ganz gut, dass ich hier auf der klimatisierten Brücke bin. Zurück vom heißen Basketballmatch genießt auch der Kapitän die angenehme Kühle auf der Brücke. Ja, bist du ein bisschen langsam eingearbeitet? Ja. Ja. Und was sagst du für unsere neue Grand Lady? Ja, Grand halt, ein bisschen größer. Ja. Brücke ist ein bisschen ja, weiträumiger, weitläufiger. Ja, sonst gefällt es mir ganz gut hier. Ja. Etwas anderes wollte Morten Hansen auch gar nicht hören. Das Lotsenboot legt an und es ist Zeit für die Durchsage des Kapitäns. Mit oder ohne Versprecher? Eine wunderschöne guten Abend, meine liebe Gäste. Hier spricht der Kapitän von der Brügge. Jetzt ist es soweit zum Abfahren hier von Penang Richtung unsere nächste Hafen Phuket in Thailand. Wir Team Artania wünschen euch einen Abend um Bord. Unsere Grand Lady Artania, Dankeschön, von der Brügge. Na also, geht doch. Ding, 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 ding. Ich habe mir zugehört hier. Aber jetzt kommst du. Das ist ja ein gewohnter Sack, nach 7 Jahren an Bord der Weiße Lady Albatros. Und das ist so eine Routine. Dann braucht man ein bisschen Zeit, vor man umstellen. Aber langsam wird er auf der Festplatte fix und dann ist kein Problem. Jetzt heißt es leinenlos. Auf dem Mooring Deck werden die vielen Halteseile eingeholt und unter dem Kommando von Kapitän Hansen löst sich die Grand Lady Meter für Meter von der Pier und verlässt den Hafen von Georgetown, Penang. Ihr nächstes Ziel ist Phuket in Thailand, wo sie bereits morgen früh anlegen wird. Für die Passagiere an Bord, die das Ablegemanöver verfolgen, gibt es noch eine kleine Überraschung. Zum Abschied eskortieren Delfine das Kreuzfahrtschiff aus dem Hafen. Das Auslaufritual lassen sich auch Maika, Dani und Lukas nicht entgehen. Jetzt wieder los. Unendlich Strand, Wasser, Meer. Man hat so viel Tolles erlebt und fühlt sich einfach super. Adrenalin fließt bei mir, das ist wirklich unglaublich. Und ja, jetzt fahren wir wieder los und morgen warten neue Abenteuer auf einen. Man weiß nicht, was einen erwartet und das ist natürlich jedes Mal was Besonderes. Deswegen bin ich auch immer zum Auslaufen gern hier hinten. Da kann man es ganz besonders gut beobachten und da kommt so das Gefühl, nochmal richtig hoch. Man muss sich auch manchmal wirklich konzentrieren und sagen, überleg dir, wo du auf der Welt gerade bist. Das ist wirklich toll. Diese drei jungen Leute sind gerade auf einem Kreuzfahrtschiff zwischen Malaysia und Thailand unterwegs und dürfen dabei einen ganz besonders schönen Sonnenuntergang erleben. Wenn sie morgen früh aufwachen, wird es wegen der Zeitverschiebung eine Stunde früher sein. Ferdinand verteilt daher auf den Kabinen kleine Erinnerungszettel. Ich räume die Kabine zweimal, morgen und abend. Und heute Abend zu Ende, die Uhr, eine Stunde zurück nach Thailand. Doch Lukas denkt noch ganz anders die Abendbeschäftigung von Jannike und Andreas. Die beiden Praktikanten haben sich in der Crewbar getroffen. Das ist sozusagen der Hobbyraum für die Besatzung. Was hast du denn gemacht? Ja, natürlich gearbeitet. habe ich mich mit Christian getroffen. Und dann sind wir mit dem Moped-Motorroller im Linksverkehr Richtung Beach gefahren. Zuerst hatte er ein bisschen Schwierigkeit mit Gas und Kupplung. In der Kupplung hatte das Ding gar nicht, aber ich weiß es nicht. Es war ganz komisch. Ein bisschen ruckelig zu Anfang, aber nachher war es ganz lustig. Und was hast du heute gemacht? Solar putzt, 4 Stunden lang, dann in den Boss gegangen, irgendwas Twitter gegessen, weiß nicht, was war recht leibend heute. Danach wieder Solar zupft, dann haben wir ein paar Bestellungen hergekriegt, dann haben wir irgendeine Eilmeldung gekriegt, den Minibars und dann wieder Solar zupfen.
Soße und morgen auch wahrscheinlich wieder Salatsoße. Na, es ist endlich alles fertig. Morgen machen wir etwas anderes. Okay, dann ist ja gut. Cheers. Auf einen guten Abend. Ja. Also mir ist es schon wichtig, jemanden zu haben, ein Deutsches, mit dem ich reden kann. Weil auf Englisch kann man sich schon also nicht so richtig verständigen. So die wichtigen Sachen und das ist schon gut. Also sich abends mal nach Kuba treffen, auf andere Gedanken kommen, nicht zu Hause an den Freund denken, weil dann kriegt man eh Heimweh. Aber gerade hier schweißt es sehr zusammen, weil wir beide Praktikant sind, das Gleiche mitmachen. Wir haben einfach dasselbe, was wir machen. Und wir verstehen uns einfach, weil wir das Gleiche durchmachen hier. Auf Deck 9 bekommt Lukas im Fitnessstudio eine Sondervorstellung geboten. Die Akrobaten, die Teil des Entertainment-Programms an Bord sind, trainieren auf dem Außendeck. Es findet gerade eine Show statt. Und sonst gibt es keine wirklich hohen Räume. Und deswegen haben wir uns entschlossen, draußen in der warmen Luft zu trainieren. Die Herausforderung ist bei Sehstärke 6, 7 oder mehr noch immer eine gute Performance abzuliefern, weil der Bühnenboden viel näher sein kann nach einem Sprung als erwartet oder er kann auch weiter weg sein. Und das ist jedes Mal dann am Tag selber während der Show eine Challenge. Also es ist ein bisschen unberechenbar. Du kannst zwar trainieren und alles einstudieren, aber wie die See dann an dem Abend wirklich ist, merkst du halt dann erst an dem Tag. Heute Abend ist die See ruhig. Eine Probe ohne Zwischenfälle. Lukas jedenfalls ist neugierig geworden. Boah, nicht schlecht. Seid aber keine normalen Touristen hier, oder? Nein. Wir sind die Überraschung für Freitag für die Premiere von Celtic Dreams. Ah, Celtic cool. Dreams. Seid ihr Artisten oder? Ja, Artisten. Genau. Okay. Cool. Fleißig am Trainieren? Ja, gerade eben ein bisschen laufen gewesen. Verpflegung ist hier doch sehr gut. Ja, die kochen einfach zu gut. Ja. Wir merken es auch schon ein bisschen. Ja, gut. Man merkt es euch eigentlich noch nicht an. Und was macht ihr sonst noch hier so, außer am Freitag? Man muss gucken, also wir wollen schwimmen und schnorcheln, irgendwo hingehen oder so. Vielleicht. Könnt ihr mitkommen mit uns? Ja? Ja, passt. Ja. Wann wollt ihr los? Weiß ich, so mittags um? Ja, super. Ja. Ist gut. Ja. Ja, cool. Dann sehen wir uns morgen, ja? Ja. Ciao. Tschüss. In der nächsten Folge. Feuer an Bord. Es brennt auf der Grand Lady. Das ist nichts Neues, eine Übung. Aber wichtig, dass du siehst, wie das funktioniert an Bord in Natanja. Heiß her geht es auch für die Praktikanten im Nachtleben von Phuket. Es ist nicht schön, sowas zu sehen, gerade wenn sie sich so an alte, reiche Männer ranschmeißen. Ehepaar Schneider wandelt auf den Spuren von James Bond. Im Film kommt dieser Felsen tatsächlich viel, viel größer raus, als er wirklich ist. Und die Familie des Kreuzfahrtdirektors verliebt sich in Dickhäuter. Wir werden jetzt gucken, dass wir unseren Teil dazu beigeben, dass Elefanten geschützt werden.